und die vielen Leuten gar nicht bekannt ist. Gestatten, Friederike Caroline Neuber. Seit dem 6. Oktober wird sie von Conny Vogt verkörpert. Die Mühlauerin konnte sich gegen 4 Mitbewerberinnen durchsetzen. Die Zeit der großen Theaterreformatorin aus dem 18. Jahrhundert hat es ihr angetan. Weil ich diese Zeit, wo die Neuberin gelebt hat, unheimlich interessant finde, weil ich mich gerne mal in diese Zeit zurückversetzen möchte. Ja, ich habe es ganz einfach gewagt. In der Zeitung hat sie von der Suche nach der Neuberin gelesen und sich daraufhin beworben. Dass sie es wurde, überraschte nicht nur sie, sondern auch ihren Mann und ihren Sohn, die beide bis zuletzt nichts davon wussten. In den kommenden 2 Jahren soll sie die Stadt Reichenbach repräsentieren. Ihr Wissen um die Neuberin und die Zeit, in der sie lebte, kamen ihr deshalb zugute. Kriterien waren eben die, dass wir jemanden gesucht haben, der ein bisschen was repräsentieren kann aus dieser Zeit auch. Also der auch ein bisschen was erzählen kann von der Neuberin und der über die Zeit, in der sie lebt, auch einfach ein bisschen Bescheid weiß und auch imstande ist, das zu erzählen. Die Vorstellung der neu gekürten Neuberin war einer der Höhepunkte der Neuberin-Theatertage in Reichenbach. Sie entstanden aus den Neuberin-Festspielen, werden nun jedoch vom Verein Ars Popularis durchgeführt. So sollen vor allem die Bürger aus Reichenbach und Umgebung stärker mit einbezogen werden. Das Wichtige aus meiner Sicht ist eigentlich das, dass es uns ein großes Anliegen ist, langsam wieder ein Interesse zu wecken an Veranstaltungen, an Theatern, an Workshops, an künstlerischen Dingen, die was so ein bisschen gelegen hat eine Weile hier in Reichenbach und was man jetzt langsam wieder rausholen muss, wo und langsam wieder eine neue Aufmerksamkeit kriegen will. Vom 3. bis 7. Oktober wurde den Gästen im Reichenbacher Neuberinhaus ein abwechslungsreiches Programm geboten. Neben Gastspielen beteiligte sich auch der Verein mit 2 Eigenproduktionen. Darunter das Stück 5 Kinder genügen, um eine Großmama zu verhauen. Dabei ging es um Lebensweisheiten und andere Irrtümer. Aufgeführt wurde es im Utopie-Café, dem extra für die Theatertage umgestalteten Foyer. Morgen, Henrike. Was hast du denn? Ich beweine meine verlorene Jugend. Aber du bist doch erst 1. Ja. Aber in 49 Jahren werde ich 50 sein. Stell dir vor, ich bin fast 50. Und dann... Es ist nur noch ein ganz kleiner Schritt und ich bin 103. Und dann werde ich nicht mehr laufen können. Aber du kannst doch jetzt noch nicht laufen. Ja. Aber wenn ich 50 bin, werde ich mich nicht mal am Bücherregal entlang hangeln und in den Plattenspieler kotzen können. Darüber hinaus wurden auch verschiedene Workshops angeboten. Während eine Tanzwerkstatt mit Gabriele Butschek vornehmlich von Frauen mittleren Alters besucht wurde, gab es auch einen Workshop speziell für Kinder. Bei Es war einmal und wird noch mehr drehte sich bei Juliane Blech alles um Worte und Fantasie. Egal ob gedichtet, gelesen, berichtet oder gereimt. Dabei ist jede ihrer Schreibwerkstätten anders. Heute habe ich über eine Gummibärchentüte, wo verschiedene Gummibärchen drin waren, die Kinder ziehen lassen, zum Beispiel jeder 2 Tiere. Also da kam es zum Kakadu und zum Teufel oder zum Krokodil und dem Bären. Und diese Figuren waren wiederum der Anreger für die Kinder, dass sie daraus oder darüber einen kleinen Text erfinden. Dann haben wir gereimt mit den Reimworten. Und ich hatte noch die Tütengedichte mit, wo Überraschungsgedichte von mir drin stecken. Die haben die Kinder dann aufgemacht und gelesen und ja, noch was vorgelesen.
Christoph Herrmann stellte fest, für Reichenbach ist es ein Glück, die Neubauern zu haben. Deshalb hat sich der Verein auch die Aufgabe gestellt, die große Theaterreformatorin in ihrer Geburtsstadt wieder bekannter zu machen. Diese große Aufgabe liegt in den nächsten 2 Jahren vor Conny Vogt. Oder besser gesagt, vor Friederike Caroline Neuber.